Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Nur mal so nebenbei noch eine kleine Bemerkung hier zu der Geschichte mit dem Spielständen löschen und so weiter. Ich hatte ja gesagt, ne, von wegen, wenn man jetzt beispielsweise so wie ich hatte, Slot 171 angelegt hat und man speichert neu, dann geht das in dieser Höhe dann irgendwie weiter. Also die werden nicht geringer oder so, wenn man die anderen Slots dann mittlerweile gelöscht hat oder auf die Art und Weise wieder freigegeben hat. Dem ist auch nicht so. Ich bin mittlerweile bei Slot 4. Bin da so wieder im einstelligen Bereich. Und ja, schön zu wissen. Ich habe auch wieder weiter eifrig Slots gelöscht, damit ich hier entsprechend die Sachen freikriege. So. Das nur mal so eine Information. Ich wollte euch das nicht vorenthalten, auch wenn das jetzt erstmal so für das Spiel selber unerheblich ist. Hier wird eifrig der Wachturm hochgezogen, den ich dann Auftrag gegeben habe, um hier so ein bisschen zu gucken, dass wir hier das mit den Dieben so eingedämmt bekommen. Könnte vielleicht die Patrouille vielleicht ein bisschen oder mal hier so hinsetzen. Wäre auch nicht verkehrt. Schauen wir mal. So. Die Leute haben im Augenblick nichts zu tun, das ist aber auch erstmal soweit okay. Frag mich nur, wo die halt mal herkommen, die Diebe. Und die müssen ja irgendwie von ganz, 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 ganz weit wegkommen. Hier ist nämlich nichts mehr. So, hier habe ich. Genau, die sind schon dabei. Die sind einfach schon dabei. Was ist hier los? Eisentagebau, kein Personal anwesend. Moment. Ich muss da kurz mal was schauen. Ah, nee, aber nee, Weg und so weiter ist gegeben. Rein theoretisch müsste aber entsprechendes Personal vorhanden sein. Da schon wieder. Und wieder die Ecke hier. Das ist nicht wahr. Wo kommen die her? So, Moment. Der ist fertig. Die Leute sind, glaube ich, auf dem Weg. Sehr gut. Dann können die sich da mal so ein bisschen umtun. So, hier die Rüstungsschmiede. Das ist so, wie ich das mir vorgestellt habe. Die sind jetzt hier auf Maximum. Wie sieht es hier aus? Und da ist auch alles soweit auf Maximum. Da kommen gerade noch ein paar Holz Schilde an. Kam gerade nicht drauf. So, okay. Das sieht auch sehr gut aus. Da werden noch entsprechende geschickte Waldläufer. Kann ich auch gar nicht rekrutieren. Ich habe gar keine magischen Fackeln, weil ich da gemacht. Ich mache das mal so. Rekrutiere da mal 5 Stück. Ich weiß jetzt im Augenblick so auswendig nicht, ob ich die benötige. So. Wohnhaus. Achso, ja, da wollte ich auch mal gucken, wie sieht es hier aus? Wohnhaustechnisch. Anzahl freier Wohnplätze 16. Das ist cool. Damit habe ich genügend Reserven. Und, ach ja, dann war noch die Geschichte mit der Fischerei und mit den. Die Fischerhütte ist schon fertig und besetzt. Wow. Da sind wir fix. Fix und Foxy. Genau, und dann hatte ich ja hier das Problem hier mit den Marktständen. Das ist hier wirklich jetzt ein Problem, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da noch 10.000 weitere Marktstände bauen muss. Jetzt ist die Frage, wo setze ich die denn hin? Ich meine, theoretisch würde ich hier natürlich welche hinkriegen, nur ich brauche natürlich auch einen Weg. Ne? Die müssen ja auch da erreichbar sein. Und mit Wegen sieht es hier gar nicht so gut aus. Ich glaube nicht, dass ich hier... Naja, da passt nichts dazwischen. Das kann ich knicken. Ja, tolle Wurst. Mach ich ihn jetzt. Neun Stück waren das, glaube ich, wenn ich das hier in Erinnerung habe, ne, die ich dann noch bauen müsste. Warte mal. Marktstand. Ich würde hier einen hinkriegen.
Das würde auch noch klappen. Dann machen wir das einfach mal hier einen Marktstand. Hier kriege ich natürlich auch noch einen hinkriegen. So, warte mal, dann kann der Meeresfrüchte anbieten. So, ja, die Frage ist, welches? Das wäre dann Hering, ne? Genau, weil das ist ein. Mein, ja, das wäre ein Meeresfisch. Genau, die holen da Heringe. Forellen kriegst du hier keine. Gut. Was habe ich sonst noch so im Angebot? Andere Frage, was habe ich noch nicht abgedeckt? Da ist Wildschwein. Hier habe ich Kürbis. Da habe ich Kohl. Brot. Dann, was ist das? Himbeeren, okay. Himbeeren. Und hier habe ich Rehfleisch. Ich glaube, was ich noch nicht habe, ist Pilze. Ne? Die könnte man, wenn. Hier habe ich den Hering, dann würde ich hier eventuell. Das müssten Waldprodukte sein oder müssten hier Pilze auftauchen. Steinpilz. Okay. Ich hoffe, das klappt. So, das sind immer nur zwei. Ich brauche jetzt noch sieben. Laut Adam Riese. Und die müssten halt hier irgendwo in diesem Einzugsbereich dann untergebracht werden. Hier geht nichts mehr. Hier geht auch nichts mehr. Das ist alles dicht. Hier kann ich nichts bauen. Hier würde eventuell theoretisch was machbar sein. Aber mehr als ein oder zwei bekomme ich da auch nicht hin. Nahrung. Bla bla bla. Genau. Marktstand. Einen kriege ich hier hin. Das kommt doch gerade so hin. Ja. Und dann sind es immer noch sechs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was könnte man hier anbieten? Gemüse. Baue ich Mais an. Muss ganz nebenbei bemerkt. Geh mal hier mal vor, jetzt aber auf Mais und guck mal, ob ich hier irgendwo Mais auch anbiete. Nein. Achso, wenn dann überhaupt hier, ne? Wenn überhaupt, genau. Mais ist vorhanden. Das ist cool. Dann können die Mais anbieten, so. Tja. Die Leute sind da, die machen ja jetzt auch eifrig Patrouille, das ist schön. Was ich noch nicht gemacht habe, wo ich dann in der letzten Folge irgendwie schon 10.000 Mal irgendwie angedacht habe, ist diese Geschichte mit dem Entdeckerposten, den ich dann noch bauen wollte. Ne? Da war doch irgendwie sowas. Wachturm. Irgendwo hatte ich doch hier vor, einen Entdeckerposten hinzusetzen. Ich hatte hier angefangen mit Wald. Mit Holzfällerhütten. Und einem entsprechenden Sägewerk und so weiter und so fort. Die sind auch eifrig dabei. Das läuft schon alles. Ich schau mal gerade. Okay. Gut. Nichtsdestotrotz. Genau, hier so in dem Bereich ist noch sehr viel schwarz. Dann könnte ich hingehen. Und könnte hier irgendwo so einen Entdeckerposten hinsetzen. Falls ich das nicht schon in Auftrag gegeben habe, das sieht nicht so aus. Entdeckerposten. Oder sollte ich damit noch warten, bis das der braucht ziemlich viel Platz, sehe ich gerade. Und der lässt sich so schlecht ausrichten. Nicht denn nur irgendwie so, ne, weil er so rechteckig ist. Ich den hier nicht in die Ecke quetscht.
Ah, aber hier geht's. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Dann hätte ich hier einen Entdeckerposten. Der könnte sich dann, wenn die fertig sind... Machen wir nochmal gerade hier so auch auf die Karte. Der soll sich dann hier mal so ein bisschen umgucken. Und das so weitestgehend aufdecken. Mit den entsprechenden Wachtürmen und so weiter und so fort, da kümmere ich mich später drum, beziehungsweise... Ich sehe das gerade. Ich könnte hier ähnlich vorgehen, wie ich das schon an der anderen Stelle schon gemacht habe. Ich gehe hier auf 15 runter und gehe hier auf 10 rauf. Und dann können die sich ausweiten. Moment. Gute Frage, nächste Frage, Moment, Augenblick. Vielleicht erstmal so schwerpunktmäßig in diesem Gebiet. Ich habe, oh, ich sehe gerade das Eisenerz. Uiuiui. Bitte erstmal so in diesem Gebiet. So, wie war das mit der anderen Garnison? Diese hier war das, ne? Okay, ich brauche Wachen. Die brauchen Holzsperre. Das soll aber kein Problem sein. Holzsperre kriege ich hin. Glaube ich. Wachen. Erstmal gucken, wo werden die rekrutiert? Werden die hier rekrutiert? Ich glaube ja, ne? Jo. Wie viele Holzsperre habe ich? 13. Einer ist noch im Bau. Die werden wahrscheinlich in der Holzwerkstatt hergestellt. Fragezeichen. Jo, das ist auch so. Du machst da mal so locker 10 Holzsperre. Mach ruhig 20. Mach ruhig 20. Gut, ich hab das, hab ich. Und hier werden erstmal so locker flockig. Ich weiß nicht, wir machen auch mal hier 20 davon, egal. Ne, man kann nie zu wenig haben. Oder ne, nie zu viel haben. Ja, zu wenig, so rum. Hä? Ja. Ja. So, hier ist das schon ein bisschen ausgedünnt, aber noch nicht so. Ah, da müssen noch ein paar Bäumchen fallen, weil ich sonst immer noch keinen Weg dahin kriege, den ich dringend brauche. Auch für andere Dinge. Schatzkammer. Achso, die ist auch schon dick. Dicke voll. Ich könnte noch eine weitere Schatzkammer gebrauchen, wo ich Silbergedönse einlage, aber erst später. Ich will nicht so viel Silber verbraten, denn ich habe nicht so viel und die entsprechenden Stellen, die muss ich auch erstmal für den Abbau vorbereiten. Das dauert alles noch. Kohle wird hier abgebaut. Ich habe hier auch Gott sei Dank einiges an Kohle. Hier ist Stein, da ist wieder Kohle. Da habe ich Kupfer, was nicht verkehrt ist. Hier habe ich wieder Kohle, da ist Stein. Ich könnte noch eine weitere Kohletagebaustelle hier etablieren. Das würde sich, glaube ich, anbieten. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal in die Situation komme, hier zu sagen, ich habe so viel Kohle, dass ich hier zwei entsprechende Kohletagebaustellen hinkriege. So, Eisen, hier habe ich Eisen, da ist Eisen, hier ist so ein bisschen ganz, ganz wenig Silbererz. Einer. Das ist echt heftig. Gehört mir das jetzt hier mittlerweile? Sieht das mit dem Grenzverlauf aus? Das sieht gut aus. Das gehört mir jetzt. Kriege ich hier was abgebaut bezüglich Silber? Oh, das ist echt nur ein so ein Pinoik. Das ist heftig. Und ich habe keinen Platz und. Ich würde den hier hinkriegen. Das ist nicht optimal, aber geht nicht anders. Hallo?
Das geht im Augenblick nicht anders. Wir haben hier zweite Wege, aber nun gut. Na gut, vielleicht hätte ich den hier hingekriegt, ne? Oder? Aber wo komme ich da Wege hin? Warte mal. Ja, Augenblick mal. Ich nehme das nochmal zurück. Moment, Augenblick. Wo bist du? Da. Silber. Den würde ich locker hier hinkriegen, aber ich kriege nicht einen einzigen Weg hier hin, weil hier ständig, weil hier alles so voll ist mit. Ne, ihr seht das hier, irgendwelches Gestein, Gedingse, ich kriege hier keinen Weg hin. Beim besten Willen nicht. Da muss ich den leider Gottes doch hier hinsetzen. Denn ich das jo. Gut. Einen Moment kriege ich. Habe ich sonst noch irgendwo Möglichkeiten? Das ist wieder Kohle, da ist wieder Stein. Ansonsten ist hier nichts. Das sind meine Leute, die entsprechend die Grenzen da weiter ausbauen. Auch nur Stein. Hier ist nicht ein Silberklumpen. Irgendwie so eine größere Anzahl irgendwie von Silber, das man abbauen könnte. Ich sehe hier überall nur Stein. Da ist wieder erfreulicherweise Kohle. Hier ist Kupfer, Kohle. Hier ist nichts. Hier ist erfreulicherweise Eisen. Das ist sehr schön. Könnte ich entsprechend abbauen. Halte ich erstmal so im Hinterkopf fest. Da ist auch Eisenerz. Das ist sehr, sehr cool. Hier ist Kohle. Da ist Kohle. Ich sehe hier nicht ein Zipfelchen Silber. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Warum ist hier so wenig Silber? Hier bin ich schon wieder bei den Nachbarn. Das ist nicht so toll. So, ich mach mal hier den hier. Das sieht auch ganz gut aus. Ich mach mal hier mal so mit dem Licht weiter. Das sieht ganz gut aus. Dann machen wir so ein bisschen andere Lichtstimmung. Achso, und ich habe immer noch die Sache mit den Märkten. Ich lasse mich mal so gerne ablenken. So, okay. Was, gegnerisches Lager zerstört? Wie ist das denn passiert? Hallo? Wer war da? Achso, das könnte. Bezieht sich das hier noch auf die Schemen? Nee, ne? Ich meine, die wären hier gewesen. Kann eigentlich nur. Ja, das sind die Schemen. Okay. Aber da war noch irgendwas anderes. War das auch die Schemen? Das waren auch die Schemen. Ich sehe das nur gerade. Ich denke so, hä? Was ist denn da passiert? Ohne fällt sich das auch mit den Dieben irgendwie so in den Grenzen, dass die sich hier so irgendwie, ne, negativ bemerkbar machen. Ich lenke mich schon wieder selber ab. Ja, das mit den Märkten weiß ich nicht. Wie kriege ich das denn jetzt am besten gewuppt? Ich könnte versuchen, hier so einen Weg hinzuzaubern. Und da noch so ein paar Stände Marktstände unterzubringen. Das wäre vielleicht eine machbare Sache. Ansonsten müsste ich halt gucken, dass ich noch einen weiteren Marktbrunnen irgendwo hinsetze, wo ein Platz ist und dann da noch Märkte unterbringe, in der Hoffnung, dass das was bringt. Ich guck mal, ob das irgendwie geht. Hier so, da geht's schon mal gleich gar nicht. Moment, Augenblick, dann gucke ich mal hier mit dem Pinorik, was geht. Warte mal, bei der Gelegenheit, vielleicht sollte ich dann mal Hardschnapping. Wir probieren das mal aus. So. Hier ist von wegen 90 Grad Winkel und so. Da macht das hier keinen Sinn mehr, ich würde sagen.
Hier so hätte ich dann meinen Weg. Weiter komme ich da nicht. Ist halt dann mit Sackgasse. Merkte. Blick. So. Da will ich dann also wirklich jetzt da irgendwie alles, was ich irgendwie nutzen kann, einen Platz entsprechend nutzen wollen. Ich weiß gar nicht, wie viel waren das jetzt? Glaube ich 6, ne? 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gerade so. Ich hoffe, das war es jetzt auch wirklich. Ich habe nicht, dass ich mich jetzt noch vertan habe mit der Anzahl. Das ist die Frage, was machen wir denn dahin? Waldprodukte könnte ich nehmen, einmal Himbeeren, dann hier Waldprodukte vielleicht auch nochmal. Waldprodukte und die Pilze. Dann könnte ich machen, wenn es denn irgendwie passt. Wild, da könnte ich dann anbieten, ich weiß es gar nicht, Hasenfleisch. Dann könnte ich hier nochmal Wild anbieten. Wildschwein. Da nochmal Wild anbieten. Wildschwein haben wir gerade. Rehfleisch. Und hier könnte ich anbieten. Keine Ahnung. Was als nächstes? Gemüse haben wir, glaube ich. Getreide. Ich kann hier vielleicht nochmal Brot anbieten. Da habe ich, glaube ich, nur einen Stand von. Einfach, dass wir da irgendwas drin haben. Ist im Prinzip egal. Es geht ja nur darum, dass wir die Marktspende dann haben. Gut. Dann haben wir das für diese Folge. Wo ich das auch noch entsprechend jetzt mal hier endlich in Angriff genommen. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge noch so anstellen werden. Wir müssen ja dann noch verschiedene andere Dinge tun. Hier ne, irgendwelche Dinge bauen, die für die Nachbarn mehr oder weniger gedacht sind. Das wird dann so die nächste Aufgabe sein. Ich befürchte aber, dafür brauchen wir entsprechend Silber. Und da habe ich ja feststellen, oder haben wir jetzt feststellen müssen, da mit Silber sieht es nicht so gut aus. Okay, schauen wir mal. Wir werden unser Gebiet erweitern. Wir werden schauen, was wir noch an Ressourcen finden, die wir nutzbringend dann hier entsprechend einsetzen können. Alles Weitere wird sich finden. Ich danke für euer Dabeisein, ich danke für dein Dabeisein, für eure Unterstützung hier auf meinem Kanal. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und dann bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.